Hallo bei den Spielzeugtestern. Ich habe Igel gebacken und das hat einen speziellen Grund, weil... Oh. Wir möchten euch nämlich heute Latte, Igel und der magische Wasserstein vorstellen. Das ist ein Kinofilm, der kommt einen Tag nach Weihnachten in die deutschen Kinos. Hey! Und wir haben uns gedacht, dass wir da heute mal versuchen, Latte, so heißt das Igelmädchen, nämlich das ist ein Mädchen, eine Prinzessin eigentlich sogar, ja, zu malen und am Ende des Videos verlosen wir auch noch Sachen. Wir möchten, dass ihr auch so ein Bild von Latte Igel und seinen Freunden malt. Ja, also es muss nicht Latte Igel sein, das kann auch vielleicht der Look sein. Oder Tjo, das Eichhörnchen. Genau, wir zeigen euch gerne einmal den Trailer und dann könnt ihr euch ja aussuchen, wen ihr malen möchtet. Ich bin Prinzessin Latte und ich habe vor nichts Angst. Ja! Igel sind einsame Kreaturen. Muss auch nicht sein. Ich komme sehr gut allein zurecht. Wir haben ein ernstes Problem. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Fluss keinen Tropfen Wasser mehr führt. Ein tapferer Held muss in den Bärenwald reisen, um die Quelle zu retten. Bringt ihr den magischen Wasserstein zurück? Dieser Unsinn kostet uns nur kostbare Zeit. Ich hol den Stein. Der Igel ist ja noch durchgeknallter als dieser alte Vogel. Ein schlichtes Danke wäre jetzt angebracht. Nach dem beliebten Kinderbuch. Das ist hier total gefährlich. Überall lungern wilde Tiere rum. Von wegen gefährlich. Hier ist weit und breit kein... Oh, oh. Lauf! Ein winziger Igel und ein zotteliges Eichhörnchen wollen den magischen Wasserstein klauen. Ihr werdet euch noch wundern, was ich alles kann. Wenn ich erstmal den Wasserstein hab, wird alles anders. Begleite zwei unzertrennliche Freunde. Warte, pass auf! Auf einem unglaublichen Abenteuer. Wir müssen unbedingt zusammenbleiben. Wehe, du kommst meinem Freund zu nah! Erstmal musst du mich aus dem Weg räumen! Mit den Stimmen von Henning Baum und Timur Bartels. Amaro, schnapp sie dir! Oh Mann, hab ich jetzt Ärger am Hals! Du bist der Allerbeste! Latte Igel und der magische Wasserstein. Sind wir gut oder sind wir gut? Demnächst im Kino. Und das müsst ihr dann auf Instagram posten und dann könnt ihr drei tolle Fanpakete gewinnen. Ja. Unter anderem mit Büchern, mit unterschriebenen Postern, mit Unterschriften von Timur Bartels und Henning Baum. Die haben nämlich den Tieren ihre Stimme geliehen. Ja. Und ich würde sagen, das erklären wir euch am Ende aber nochmal. Und jetzt fangen wir an. Hannah hat sich überlegt, dass sie Latte Igel malen möchte. Wir haben uns hier ein paar Bilder ausgedruckt. Und wir haben hier einfach ganz normale Acrylfarbe mit Pinseln. Und es gibt Glitzer. Es gibt Glitzer. Und Bleier. Ihr könnt malen, wie ihr lustig seid. Ihr könnt mit Tusche malen, ihr könnt mit Bleistift, mit Buntstiften, mit Filzstiften. Was gibt es noch? Mit Farbe. Mit Farbe, die ihr bei zu Hause findet. Könnt ihr einfach loslegen und wir freuen uns dann mega schon mal auf eure Bilder. Wo soll ich das jetzt hinlegen? Einfach hier in die Mitte. Wir haben jetzt auch überlegt, wir machen vielleicht einen Baum. Hier in die Mitte. Ja, damit wir unsere Bilder später irgendwann zusammenhalten können oder zusammenkleben können, sodass es ein Bild ergibt. Und ich mal hier, weil Chum ist das Eichhörnchen. Das ist der kleine, ängstliche und auch ein bisschen schüchterne Freund von Latte. Und Latte ist genau das Gegenteil von Chum. Die ist mutig und die hat das Herz am rechten Fleck. Das hat Chum allerdings auch. Mein Bild. Ihr könnt euch natürlich gerne helfen lassen da bei euren Bildern. Wollen wir währenddessen mal erzählen, um was es eigentlich in dem Film geht. Und zwar regnet es seit Tagen nicht. Und auch die Flüsse sind ganz trocken. Ja, und weil der Bärenkönig Bantur den magischen Wasserstein gestohlen hat. Ja. Und deswegen fließt das Wasser nicht mehr. Nein. Dafür haben die Bären, die haben richtig viel Wasser, aber die anderen Waldtiere eben nicht. Ja. Und jetzt geht es darum, dass jemand so mutig und so tapfer sein muss, um diesen magischen Wasserstein wieder an seinen Ursprung zu bringen, so damit alle Tiere Wasser haben. Und das war Latte Igel. Und das ist Latte Igel, weil die ist nämlich ganz tapfer und die glaubt an das Gute und die glaubt vor allen Dingen an sich selbst
auch wenn alle anderen das nicht tun. Und beweist am Ende des Films, dass man seine Ziele erreichen kann, wenn man nur selber an sich glaubt. Wir erwarten von euch dann auch keine Kunstwerke. Hauptsache, ihr habt Spaß an dem, was ihr macht. Vielleicht könnt ihr das in der Familie machen. Vielleicht habt ihr Geschwister, mit denen ihr zusammen das machen wollt. Hey, super. Großer Bauch, kleine Arme. Igel haben keine langen Arme. Guck mal, meint, sieht aus wie ein Schwein. Nein. Ein Schwein mit Fledermausohren. Das ist kein Schwein. Ich zeig euch das mal. Das ist kein Schwein. Oh je, Mini. Meint, sieht eher aus wie ein Hase. Das ist gar nicht so einfach. Oder aus der Ach, du lieber einer. Wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man den Stert richtig hinkriegt. Das Kit, das sieht mega gut aus. Katastrophal. Mama, weißt du, was ich toll finde? Dass Latte Igel so tapfer ist und es gibt ja überall Gefahren, aber sie holt trotzdem den Wasserstein. Ja, mit Hilfe von meinem Tjum. Und es gibt nämlich zum Beispiel einen Luchs. Ja. Der hat das auf die Beine abgesehen, aber ein. Zusammen schaffen sie das, ja, den abzuhängen. Ein Bärenkönig und Wölfe. Ja, aber dafür hilft der Bärenprinz. Das ist nämlich der Sohn von dem Bärenkönig, der den, ja, Stein gestohlen hat. Der hilft den beiden. Ja. Mhm. Habe ich schon erwähnt, dass ihr auch Kinokarten gewinnen könnt. Die sind in dem Fanpaket nämlich auch mit drin. Ich nehme ich auch rot. Weil du brauchst auch rot im Mund. Aus Rot so und Gelb mische ich mir dann auch noch das Glitzerorange. Ich weiß gar nicht, mit welcher Farbe ich anfangen soll. Mein Hörnchen ist so, ich finde die Farbe ja eigentlich irgendwie ganz cool. Was hast du da für einen Klumpen drin? Das ist Glitzer. Den sieht man aber gar nicht, Schnuggi. Ich bin auf jeden Fall schon riesig auf eure Werke gespannt. Wisst ihr, was passiert, wenn Tjum ist ja so ein bisschen ängstlich und schüchtern. Und immer, wenn er Angst bekommt, zum Beispiel vor dem Luchs oder so, wisst ihr, was dann passiert? Soll ich sagen? Ja. Kriegt der Schluck auf. Bei Hannah passiert das immer, wenn sie lacht. Wenn sie zu doll lacht, dann kriegt sie Schluck auf. Und der und Tjum kriegt das, wenn er ein bisschen Angst hat. Oder wenn er aufgeregt ist. Ich bin sehr kreativ. Das sieht gar nicht aus wie Latte Igel, sondern wie Latte Meerschweinchen. Oder wie Latte Meerschweinchen. Nashorn. Giraffenbiber. Da war übrigens auch ein Biber in dem Film. Der war sehr lustig. Ja. Aber ich zeige euch jetzt mal eben, damit ihr überhaupt seht, was wir hier tun. Mein Eichhörnchen Tjum. Was sagt ihr? Also ich finde jetzt so von Weitem könnte man meinen, dass es ein Eichhörnchen ist, oder? Ja. Also ein Bleistift, was ich da gezeichnet habe, da hat man das nicht erkannt. Aber jetzt sieht es tatsächlich ein bisschen aus wie ein Eichhörnchen. Ja, also es ist echt ein süßer Film für die ganze Familie. Natürlich speziell wirklich für kleinere Kinder. Also Hannah fand den echt super. Und aber da haben auch die Erwachsenen dran Spaß. Ja. Tjum hat übrigens eine Familie. Der hat eine Schwester, der hat Mama und Papa. Und Latte Igel, also Igel sind einfach Einzelgänger. Und dadurch musste sie ganz früh lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Ja. Aber der Film zeigt eben auch, dass Freunde ganz wichtig sind und dass man zusammenhalten sollte. Ja. Und das geht nicht nur für Igel und Eichhörnchen, sondern für Menschen genauso, ne? Ja, der Film ist richtig schön. Und ja, das war witzig, als der Bärenkönig festgesteckt hat. Stimmt, mit seinem dicken Mors. Und alle gegen ihn gesendet sind, so doing, doing, doing. Und dann steckt er ganz fest. Gab es auch ein fliegendes Tier? Doch, den Raben! Yeah. Es gab ja den Raben. Mama, wir wollten nichts. Ja, aber das darf ich erzählen. Weil der Rabe hat den Waldbewohnern ja von dem magischen Wasserstein erst erzählt. Alle haben nicht
dran geglaubt. Richtig. Keiner hat ihm geglaubt, außer... Ding, ding. Latte Igel. Dann male ich den Rahmen noch, okay? Ja. Weil der kann hier noch ganz gut... Ich male einfach wie so eine... Kennt ihr so eine typische Möwe? Einfach so, oder? Ich weiß nicht, ich versuch's mal. So, und während Hannah da an ihrer Wiese sich zu schaffen macht, erkläre ich euch das nochmal mit dem Malen. Also, ihr malt egal wie, egal mit was für Material. Und ihr sucht euch einfach einen Charakter aus dem Film aus. Vielleicht habt ihr ja sogar das Buch zu Hause liegen. Oder vielleicht kann euch Mama oder Papa aus dem Internet auch so ein Bild ausdrucken. Ihr könnt auch den Luchs malen, ihr könnt den Bärenjungen malen, ihr könnt malen, wie ihr lustig seid. Hauptsache, wir können irgendwie ein bisschen erkennen, dass es was mit Latte Igel zu tun hat. Und dann macht ihr ein Bild davon und postet das auf Instagram. Verlinkt uns, die Spielzeugtester, und latte-igel.derfilm und setzt auch noch den Hashtag Latte Igel, damit wir eure Bilder auf jeden Fall finden. Aber wenn ihr uns verlinkt, dann sehen wir das auch auf jeden Fall. Hier, guck mal, da ist ein bisschen Moos. Oh ja, ja, gut, gute Idee. Und alles Weitere, was ihr wissen müsst, bis wann das Gewinnspiel läuft, das schreiben wir auf jeden Fall in dem Instagram-Post, den es auch noch geben wird in ein paar Tagen. Da schreiben wir auch nochmal alles ganz genau rein, damit ihr nichts vergesst. Und dann drücken wir euch ganz, ganz fest die Daumen, dass ihr eins von diesen drei Fanpaketen gewinnt. Und vielleicht schickt ihr uns dann ja hinterher auch noch ein Foto, wo ihr vielleicht Latte Igel in den Armen haltet. Oder wie ihr vielleicht mit eurer Familie in den Kinofilm geht. Oder was euch einfällt. Wir freuen uns immer über Bilder von euch, wo ihr uns verlinkt. So, während Hannah ihre Stacheln malt, versuche ich euch mal mein Bild zu zeigen. Es ist natürlich jetzt gerade noch pitschnass. Das muss erstmal trocknen. Aber ich finde, für ein erstes Eichhörnchen ist es nicht so schlecht, oder? Nein. Für meinen dritten Igel ist das schon nicht so. Du, aber das ist der allererste Igel, der steht bei dir. Du hast sonst immer nur so liegende Igel, so wie die Kekse hier. Solche Igel hast du immer nur gemalt, normalerweise. Und dieses Mal steht der und das ist nicht einfach. So, ich bin fertig. Ja, halt mal vorsichtig fest an den weißen Ecken. Oben auch. Warte, und ich halt meins. Oh, wir sitzen seitenverkehrt. Ja, dann tauschen wir kurz. Mama, warte. Du hast gerade den Baum angefasst. Welchen? Nein, da? Jetzt hast du eine braune Hand. Okay, so, ich halte es hier oben fest und warte, ich gebe dir das, dass du es auch oben am Rand festhalten kannst. Warte, ich, dass du... Und jetzt müssen wir mal gucken, komm mal dichter zu mir, dass wir Rand an Rand machen. Und ich gucke mal eben in die Kamera. Tada! Da ist es! Unser Baum und unser Bild! Ja. Cool! Ist gut geworden. Ah, mein Baby! Ist natürlich noch ein bisschen feucht, wir müssen jetzt echt aufpassen. Wir freuen uns auf eure gemalten Bilder und wir drücken die Daumen ganz doll. Genau. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Glück. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns dann später verlinkt, wenn ihr euch den Kinofilm angeschaut habt und uns vielleicht schreibt, wie er euch gefallen hat. Ja. Hast du gerade gegähnt, während ich rede? Ich bin müde. Das Malen macht müde. Mir hat auf jeden Fall das Video Spaß gemacht. Das Malen meinst du? Ja. Mir auch. Vor allen Dingen, weil du letztens ein Malvideo mit Papa hattest und jetzt durfte ich mal mitmalen und das fand ich gut. Ja. Und Papa hat mich echt komisch gemalt. Und dein... Mit so einem riesigen Bauch. Und dein Latte-Igel sieht aus, als wenn er gleich abhebt hier mit seinen Stacheln. Ja. Kann bestimmt fliegen. Flieg, 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 flieg. Dem Raben hinterher. Ja. Und das Eichhörnchen hält sich an dem Raben dann fest. Oder an mir. Ja, genau. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß mit unserem Video. Ja, und... Viel Spaß beim Malen. Ganz viel Spaß beim Malen und noch einen ganz tollen Tag für euch und eure Familien. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr zwei weitere Videos anschauen.